Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe letztens ganz viel aussortiert, durchsortiert und gekramt und habe tatsächlich meine ganz, ganz alten Autogrammbücher gefunden. Oh mein Gott, die sind so alt. Die sind auf jeden Fall, da war ich 12 oder 13, also schon 13, 14 Jahre alt und ich habe sie noch. Und da habe ich mich echt gefreut und da habe ich gedacht, ach naja, was soll's. Andere zeigen ihre Tagebücher bei YouTube, dann kann ich auch mal meine Autogrammsammlung zeigen, weil ich damals sehr, 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 sehr stolz darauf war, muss ich sagen. Also bitte nicht lachen über die Stars, die ich damals getroffen habe, aber ich habe mich sehr gefreut. Ich war nämlich früher ich hatte so eine Freundin und wir waren riesengroße No Angels Fans gewesen. Und deswegen sind wir immer zum Echo gefahren oder zur Goldenen Kamera und haben uns da an den roten Teppich gestellt, so früh um 8 und haben bis abends gewartet, dass die Stars kommen. Und haben dann Autogramme gesammelt. Und damals war das total cool gewesen, wenn man so ein langweiliges Buch hatte mit irgendwelchen Unterschriften. Heutzutage wäre das einfach nur ätzend, weil heutzutage sammelt man ja Selfies mit Stars. Und jetzt, ja, so eine Autogramme, da würde sich gar keiner mehr für interessieren. Also mein Bruder hat sich das auch angeguckt und meinte nur so, ja, was macht man damit? Also da hat man sich früher sehr gefreut. Also ja, wir waren wirklich oft unterwegs gewesen beim Echo und so oder bei der U-Messe. Und ja, ich dachte, ich zeige es euch einfach, vielleicht fällt mir noch die eine oder andere Geschichte dazu ein. Und wenn es euch interessiert, dann bleibt dran und wenn ihr das scheiße findet, dann guckt nicht. Aber guckt mal, erstmal habe ich so ein Poesiealbum, zweckentfremdet, um Autogramme zu sammeln. Und da habe ich wirklich auch noch hier die erste Seite, guckt mal, wie süß. Autogramme von Stars. Also voll ist das Buch nicht, keine Sorge, es wird nicht sehr lang. Ja, und da weiß ich noch, dass ich extra immer noch ein Edding gekauft habe, wenn wir dahin gefahren sind, weil manche Stars auch kein Edding dabei hatten. Und deswegen hatte ich immer einen am Start und war perfekt vorbereitet mit meinem Buch. Und das Gute ist, ich weiß ja nicht, ob ihr es wisst, also man sieht es nicht, ich habe wahrscheinlich die längsten Arme der Welt. Mein Freund lachte immer, dass ich Affenarme habe. Und das war damals sehr gut gewesen, weil ich immer so weit meinen Arm ausstrecken konnte. Also ich stand ja eh meistens immer ganz vorne. Und ich habe es dann denen schon quasi unter die Nase gerieben, dass sie keine andere Chance hatten, als zu unterschreiben. Ja. Mein erstes Autogramm hier drin, ich weiß nicht, ob ihr ihn noch kennt, das ist Mola von Viva, habe ich noch dahinter geschrieben, falls ich das vergesse. Ja, der war damals echt cool gewesen als Moderator. Jetzt, wo er da im Dschungel war, ist er jetzt eigentlich voll das Arschloch geworden. Also da war der ja nicht so cool gewesen, aber ja, da war ich echt stolz, dass ich so ein Autogramm von ihm habe. So. Dann sind hier auch schon welche. Hier war ich auch sehr stolz gewesen. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Das sind die Flying Steps. Ich bin der Meinung, das war so eine Tanzgruppe. Oh mein Gott, ich weiß es nicht mehr. Aber ich war so stolz, weil sie geschrieben haben, to Marlena und dann ihre Namen. Und die haben extra meinen Namen geschrieben. Ist das nicht cool? Da habe ich mich sehr gefreut. Ja. Dann habe ich hier Sarah Kuttner, auch Viva habe ich noch dahinter geschrieben. War auch eine Moderatorin. Ich weiß noch, wie sie aussieht, dass sie braune Haare hat und so, aber ich weiß nicht mehr, ob es da was Besonderes war. Ja, da habe ich mich auf jeden Fall sehr gefreut. Dann habe ich hier Tiefler und Jalil. Zum Glück habe ich das immer noch oben hingeschrieben, weil, naja, man kann es nicht lesen. Ich weiß nicht mehr, wer das war, ob das irgendwelche Rapper waren oder so. Ich weiß auf jeden Fall noch, dass es bei der U-Messe war und ich mich auch megamäßig gefreut habe. Dann habe ich natürlich, warum auch nicht, nochmal Sarah Kuttner. Hey, das, ich habe wohl viele Autogramme doppelt, weil ich habe mich immer so gefreut, dass ich irgendwelche Stars gesehen habe, dass mir das dann auch egal war. Dann habe ich hier Habe Kerkeling, den dürftet ihr alle noch kennen. Was ist das für eine Unterschrift? Oder ist es falsch rum? Ist es so rum? Nee, eigentlich nicht. Habe Kerkeling, auch damals schon bekannt gewesen. Ja, und immer noch relativ bekannt. Auch sehr gut. Jenny Elvers. Ich muss ehrlich sagen, dass ich sie damals total cool fand. Ich weiß aber nicht mal warum. Ich mochte immer auch ihre Haare. Und ich glaube, das hatte auch ein bisschen was damals mit Big Brother zu tun, weil sie doch mit den einen Typen von Big Brother zusammen war. Und ich ja immer Big Brother Fan war. Und ja, deswegen habe ich, hab mich über jedes Autogramm gefreut. Jenny Elvers. Ja, die gibt es auch noch. So, dann habe ich hier auch sehr gut
eine von Summer Jonah. Kennt, also ich glaube, wenn ich jetzt jüngere Zuschauer habe, die werden manche gar nicht mehr kennen. Summer Jonah war damals so eine Girlband. Ich weiß ja gar nicht mehr, was die gesungen haben. Summer Jonah. Ja, und ich wusste halt nicht, welche das ist. Aber Hauptsache, es war eine von Summer Jonah. Dann habe ich hier noch ein besonderes Autogramm von Daniel Kübelböck. Ich muss euch ja mal sagen, dass ich ja sowieso damals der größte DSDS-Fan war überhaupt. Und deswegen war es für mich das Nonplusultra gewesen, dass ich ein Autogramm von Daniel Kübelböck hatte. Weil jeder, der DSDS damals geguckt hat, die erste Staffel, der weiß, dass er ja irgendwie Kult war. Entweder man hasste ihn oder man mochte ihn. Ja. Und da habe ich mich gefreut. Und er hat eine Sonne gemalt. Wie nett ist das denn? Ich habe übrigens auch mal Xavier Naidoo getroffen und wollte unbedingt ein Autogramm von ihm. Und er hat dann so meine Hand genommen und hat gesagt, also stimmt wirklich, ich gebe keine Autogramme vor der Show, das bringt Unglück oder irgendwie so. Aber auf jeden Fall hat er meine Hand genommen. Ja, hier habe ich noch ein sehr cooles Autogramm und zwar von Pink. Die habe ich nämlich auch beim... Oh, was ist denn das? Hier ist nichts drauf. Die habe ich nämlich auch beim Echo getroffen und ich war so stolz, dass ich es geschafft habe, von Pink ein Autogramm zu kriegen, weil ich so lange Arme hatte. Und ich muss sagen, sie sieht in echt nicht ganz so hübsch aus, wenn ich das so sagen darf. Also ich kann mich noch erinnern, dass ich sie gesehen habe und da hatte sie auch noch diese kurzen hochgemachten Haare. Und ich war eh nicht immer so der Pink-Fan, aber egal, ich hatte ein Autogramm. Und sie hat ein Herz gemalt und ich war so stolz, dass ich eins von Pink hatte. Ich weiß noch, dass ich mich so doll gefreut habe, das sage ich jetzt bei jedem, aber da war ich mega stolz. So, hier habe ich nochmal die berühmten Summer Jonas, die kein Mensch mehr kennt. Ja, keine Ahnung, wer das war. Hier habe ich ein Autogramm, wo ich nicht hingeschrieben habe, wer das ist. Oh mein Gott. Ich weiß es nicht mehr. Ich kann mich auch überhaupt nicht daran erinnern. Vor allem, was ist das für ein Autogramm, oder? Keine Ahnung. Auf jeden Fall daneben habe ich Colleen Fernandes. War auch eine Moderatorin. So, dann habe ich hier Mike Krüger, falls ihn auch noch jemand kennt. Ja. Thomas Bug, habe ich mich auch sehr gefreut damals. Weil der ja in der Jury war von DSDS, naja, und ihr wisst ja, ich war ja da so ein Freak. So, dann habe ich hier Michelle Hunziger. Oh mein Gott, also da weiß ich 100%, dass diese Frau in echt einfach nur genauso granatenmäßig aussieht wie im Fernsehen. Also die sah so geil aus, ich kann mich noch richtig dran erinnern, wie ich auch noch zu ihr gesagt habe, oh mein Gott, du bist so schön. Ja, und Tina so, danke. Und jetzt kommt mein absoluter Goldschatz. Mein. Also was Besseres hätte mir, glaube ich, gar nicht passieren können. Ich glaube, das ist das Nonplusultra-Autogramm. Und zwar von Robbie Williams. Ich habe zu ihm gerufen, oh mein Gott, Robbie, I love you so much. Und er so, thank you. Und dann hatte ich so, ich hatte immer noch Kuscheltiere dabei oder kleine Geschenke. Für die No Angels hatte ich auch immer Pralinen und so oder was gebastelt oder Ketten. Ich habe denen ja immer was geschenkt. Und da hatte ich immer noch so zwei Kuscheltiere dabei für irgendwelche Stars. Und ich hatte so einen kleinen rosanen Plüschhasen übrig und habe ihn denen dann geschenkt. Und er so, ja, thank you. Und er dachte sich bestimmt nur, scheiße, was ist denn hier los? Und dann, ich schwöre, das stimmt wirklich, ich habe den Artikel aber leider nicht mehr. Es wurde dann in der Bravo, da gab es immer so eine Lustig-Lustig-Seite, wo dann so Fotos von Stars waren in lustigen Situationen. Und ich schwöre auf alles, was ich besitze, da war ein Foto von Robbie Williams mit meinem rosanen Plüschhasen. Und da stand da so eine Sprechblase, ich weiß es noch ganz genau, oh mein Gott, mein armer Plüschhase ist in der Kochwäsche verbrüht. Und ich habe es jedem erzählt und keiner hat es mir geglaubt, dass es mein Plüschhase ist. Aber es war so, es war so. Und ich habe mich richtig, richtig cool gefühlt. Ja, muss ich jetzt mal loswerden. So, dann haben wir doch Per Kussmark von GZSZ, der auch im Dschungelcamp war. Genau, könnte man vielleicht auch noch kennen. Dann habe ich Giovanni from Roses. Das war auch eine ganz lustige Geschichte gewesen. Also ihr müsst euch vorstellen, am roten Teppich war es immer so, auf der einen Seite standen die ganzen Fans, dann war halt der rote Teppich und auf der anderen Seite von roten Teppich war die Presse.
Und wie gesagt, größter No Angels Fan ever. Deswegen war ich auch Giovanni Fan, weil er war ja mal mit Vanessa zusammen. Und er hatte gerade ein Interview gegeben auf der anderen Seite gegenüber von uns. Und ich habe so laut gerufen, Giovanni! Und alle gucken mich an und er dreht sich um, guckt mich an und macht so. Und dann ist er direkt zu mir gekommen und hat mir das Autogramm gegeben. Und ich war echt King. Ich war übelst King auf dem Teppich. Und ja, da habe ich mich echt gefreut. Dann habe ich gesagt, oh mein Gott, Giovanni, bitte, Vanessa ist auch da. Du musst wieder mit ihr zusammenkommen. Also, ich war ein Kind, ja. Nicht jetzt. Nicht, dass ihr denkt, ich bin immer noch so. Aber ja, und dann hat er gesagt, hat er nur gelacht. Und naja, hat mir mein Autogramm gegeben. So, mal gucken, ob hier noch was drin ist. Ja, Yvonne Katterfeld, die habe ich so oft getroffen. Also die habe ich ständig, die habe ich dann auch auf der Straße getroffen. Also wirklich, von ihr habe ich bestimmt 1 Million Autogramme. War auch mal extra bei einer Autogrammstunde, wo sie war, in so einem Center. Und ja, also die war schon echt Homie von mir. Dann Kylie Minogue habe ich auch gesehen. Ja, hübsche Frau. Damals war es nicht so meine Zielgruppe, sage ich jetzt mal. Aber auch cool von ihr ein Autogramm haben. Und oh mein Gott! Sandy und Jessica von den No Angels, von den No Angels, von den No Angels. Also wirklich, ich habe geheult, wenn die in meiner Nähe standen und mir Autogramme gegeben haben. Ich habe denen immer Geschenke gegeben, wenn ich die gesehen habe. Ihr müsst auch gedacht haben, dass ich voll der Psycho war. Also das war, wenn die gekommen sind, ich habe so geschrien. Ich habe wie so eine Behinderte. Ja, es sind halt Kindheitserinnerungen, ne? Ja, dann, das werden viele Leute nicht mehr kennen. Franklin und Britt, zwei Moderatoren aus Talkshows. Warum gibt es keine Talkshows mehr? Und das war genau dasselbe, weil Britt ist an uns vorbeigelaufen und ich habe gerufen, Britt, bitte! Und dann ist sie extra nochmal zurückgekommen. Also viele Stars waren echt so super nett gewesen. Also Stars sind jetzt keine richtigen Stars, die Deutschen, aber... Für mich war es damals trotzdem richtig cool, ist ja klar, als Kind irgendwelche Leute aus dem Fernsehen zu sehen. Dann auch ein besonderes Autogramm von Hugh Grant. Und ich wusste nicht, wer das ist, aber neben uns, das war mal bei der goldenen Kamera, da war ein Mann von der Presse. Also wir durften ja bei der Presse irgendwann stehen, weil wir schon immer früh um 7 da waren. Und die Leute dann auch schon Mitleid mit uns hatten, weil wir so klein waren. Und dann hat er gesagt, wenn Hugh Grant kommt, dann müsst ihr ganz oft rufen, you. Und ich immer, you, wer heißt you? Er ist ein ganz berühmter Schauspieler. Und ich immer, you. Ja, dann habe ich halt das Autogramm bekommen. Jetzt weiß ich natürlich, wer das ist. Hier habe ich auch noch ein Autogramm, wo ich nicht mehr weiß, wer das ist. Und dann hier Avril Lavigne, war ja damals auch super angesagt. Ich konnte die noch nie leiden, aber ich wollte halt auch unbedingt trotzdem das Autogramm haben, um es einfach zu haben. Und oh mein Gott, die war so zickig gewesen, also die war wirklich überhaupt nicht nett. Die hat so eine Fresse gezogen, dann hatte sie so eine riesige Brille auf und hatte richtig viele Pickel im Gesicht, was ja nicht schlimm ist, aber es war für mich damals so... Was ist denn hier los? Ja, die war so unfreundlich. Die hat auch wirklich nur 2 oder 3 Autogramme gegeben und ist dann weitergelaufen. Also ich mochte sie überhaupt nicht. Hier habe ich nochmal eins von Yvonne Katterfeld, was man nicht so gut erkennt. Ja, und ich glaube, das war... Oh nein, hier habe ich noch, das weiß ich, Lucy von den No Angels. Yay! Juhu! Und, oh, hier habe ich noch was. Ach, den habe ich auch gesehen, das wusste ich gar nicht mehr. Dustin Hoffman, dazu weiß ich keine Geschichte, aber cool, dass ich den gesehen habe, ja. Ja, das war's und dann habe ich hier noch ein zweites Autogrammbuch, da sind aber nicht ganz so viele drin. Guckt mal, Autogrammbuch von Marlena, falls ich das mal verliere. Ja, an dieses Buch kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Nina, ach, das ist Nina Bott, eine von GZSZ. Nathalie. Eine Natalie. Keine Ahnung, wer das sein soll. Josephine. Ah ja, genau. Das ist auch eine von GZSZ. Wo war ich denn da gewesen, dass ich so viele von GZSZ getroffen habe? Also damals war es auch mega cool gewesen, Leute von GZSZ zu treffen, weil das waren ja für uns auch sozusagen Stars. Ole, das war irgendein Moderator. Max. Keine Ahnung. Max.
Hier sind ja nicht so die krassen drin. Janet Biedermann auch 1 Million Mal getroffen. Ich muss auch sagen, ich war wirklich Janet Biedermann-Fan. Ich fand die echt cool. Die hat sogar, ich hatte ja ein Zimmer, was komplett zugepflastert war mit No Angels-Postern. Und sie hat eine kleine Ecke bekommen, muss ich ehrlich zugeben. Ja, eine kleine Ecke hatte sie. Und kennt ihr die? Irgend so eine Band war das? Was waren das? Nena, oh mein Gott, ich habe ein Autogramm von Nena. Wie cool ist das denn? Das wusste ich auch nicht mehr, dass ich Nena getroffen habe. Oh krass, das ist schon echt cool. Dann hier Steffi von Silbermond. Ja, auch noch alle top aktuell. Olli, weiß ich nicht mehr, war das Olli P? Vielleicht war es auch Oliver Pocher. Ich weiß es nicht mehr. Irgendein Olli. Ja, Mariah Carey. Ja, mhm. Leute, das ist ein Autogramm von Mariah Carey und sie war so heiß gewesen. Oh mein Gott, sie war, glaube ich, der Superstar von allen, die ich jemals gesehen habe. Hat ganz wenig Autogramme gegeben, aber naja, ich hatte lange Arme und so. Und oh, sie sieht so bombenmäßig aus. Also auch wenn es 1 Million Tonnen Schminke sind, ist mir scheißegal. Für mich ist sie der Inbegriff eines Superstars. Und deswegen ja, bin ich ganz, 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 ganz stolz. Und das war's. Voller ist es leider nicht geworden, weil irgendwann, ja, haben wir es halt nicht mehr gemacht. Es war auch wirklich immer sehr anstrengend gewesen. Ey, guck mal, hier sind noch Tattoos drin aus der Bravo. Will die jemand haben, schicke ich euch. Ich weiß gar nicht, gibt es sowas überhaupt noch? Tattoos in der Bravo. Oh mein Gott, krasse Nummer. Und ich habe sogar welche benutzt. Habe mich bestimmt richtig cool damit gefühlt. Ja, so. Jetzt konnte ich mal ein bisschen ein paar Kindheitserinnerungen loswerden. Es hat irgendwie total viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr fandet es auch ein bisschen interessant. Also es war damals echt so unsere Leidenschaft gewesen, zu Konzerten und Autogramme sammeln und Schule schwänzen deswegen. Haben wir deswegen Schule geschwänzt? Nein, es war bestimmt immer am Wochenende gewesen. Ja, so, vielleicht habt ihr auch schon mal irgendwelche Stars getroffen. Dann schreibt mir das auf jeden Fall in die Kommentare, weil ich finde sowas mega interessant. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Und bis bald, meine Süßen. Tschüssi.